So, hallo an alle, zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy. Und wir waren stehen geblieben bei dem Schmelzding hier. Das freut mich, am noch durchfeuern. Wir wollten uns einen Exosuit machen, wenn es Nacht ist. Einen fliegenden Besen. Oh je. Yeah. Und einiges an Bronze zusammengekommen in der Zeit. Ich hau mir das Zwiebeln das Zeug einfach mal raus. Bei den Schuhen, also ich weiß nicht, die sehen so leicht aus, aber irgendwie scheinen die auch Rüstung zu haben. Und jemand gemeint, kann man die Exosuit noch modifizieren mit Modifiern? Das wird mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern. Weil, keine Ahnung. Wundert mich schon so ein bisschen. Machen wir hier die Exoshoes. Tinker's Construct. So, und wenn ich die jetzt anziehe, kriege ich dann. Das ist, ich verliere dadurch Rüstungswert. Ich wüsste nicht, warum die irgendwie. Also macht damit wahrscheinlich mehr Schaden, aber. Genau, Eigenschaften müsste ich eigentlich auch nochmal nachschauen. Aber ich wundere mich gerade. Also, ich habe jetzt mehr Rüstungswert, weniger, mehr, weniger, mehr, weniger. Ich dachte schon die ganze Zeit, dass da was vielleicht nicht mit stimmt oder so. Mal gucken. Ich weiß nicht genau, ich soll die Backen halten, mich informieren. Müssen wir mal schauen. So. Hier vorne bin ich trotzdem weiter am Schmelzen, weil ich mir dann gleich die komplette Exo-Rüstung machen will. Das heißt, immer schön das Zeug reinfeuern. Immer schön durchschmelzen. Und zählt das schon als Nacht? Ich warte noch kurz ein Minütchen oder so. Und dann machen wir den fliegenden Besen. Und ich muss sowieso gerade mal nachgucken hier, welchen Dings ich da brauche. Infusions. Da. Ja, ich brauche den mittleren Kreis. Das heißt, ich muss mal kurz meine Aufladung hier entfernen. Ist hier unten? LOL, Spinne mit Happy Face. Okay. Ja. Deaktivieren. Und dafür, wir sind soweit für unser Besenritual. Wenn wir nicht dauernd gestört werden würden. Elenden Viecher. Ernsthaft. Störe meine Kreise nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes gerade. Ohne Witz, ey. Was fällt denen eigentlich ein die ganze Zeit? Nur hier ein bisschen da. Ich weiß, ist nicht viel ausgeleuchtet, aber trotzdem. Könnt ihr wohl mal im Zaum halten, Alter. Ah. Die armen Boxen. Ah, meine Ohren. Beep, beep, beep. Ich kann nicht, was hier los ist. Meine Rituale werden gestört. Das darf ich nicht zulassen. Deswegen kommen wir jetzt dazu. Schauen wir ganz kurz nach. Perform at night. Wir brauchen einen Besen und Flying Ointment und den Kreis, den wir gerade schon gezeichnet haben. Und dann, wir haben genug Energie drauf. Das hier rein, das hier rein. Möge das Ritual beginnen. Plopp, plopp. Wusch. Da haben wir uns einen Enchanted Broom. Yay. Den kann ich setzen. Da haben wir noch. Draufsetzen. Und fliegen like a Sir. Hoffe ich mal. Nur ist ein bisschen schwer zu fliegen eigentlich. Er hat nicht so einen großen Wendekreis. Ja, reagiert nicht so schnell. Kann man verbessern, indem man praktisch sich eine Eule, glaube ich, als Vertrauten holt. Aber man kann so schön gleiten in der Luft. So ein bisschen Kamerafahrten theoretisch machen. Yay. Was geht? Leertaste passiert nichts. Du musst in die Richtung schauen, wo du hinfliegst. Und dann nach vorne drücken. Und dann fliegt er dahin, wo du hinschaust. Aber nach oben oder nach unten? Warte mal kurz. Wie kann man nochmal sinken? Hab ich ihn verpennt, glaube ich. Mit Shift, naja, mit Shift steige ich ab. Da fällt der Besen ja. Ja, also. Ganz kurz. Nach oben. STLG nach unten. Nein, wie geht's nochmal nach unten? Ich hab's ganz vergessen, wie es nach unten ging. Neun, müsste ich mal nachschauen. Ich weiß gar nicht, wie man da runterfliegen kann. Nee. Nee, da steige ich ab. Keine Ahnung. Ich sinke sanft nach unten. Yeah, voll der Badass. Weiß eine Sonnenbrille auf dem Hexenwesen. Nee, der ist schon cool so an sich. Also. Ach, warte mal. Ich glaube, nach unten gucken. Ja, ich muss nach unten gucken. Nach unten einfach nur dahin, wo ich hinschaue. Da fliegt er mehr nicht. Kann ich auch Besen? Besen, kann ich auch schlagen auf dem Besen? Oh ja. Nee. Ja, das geht. Das geht. Komm her. Umdrehen. Da ist ein Skelett. Bleib stehen. Besen. Böser Besen. Alter. Und. Frontalcrash. Geht doch. Das ist so lustig. Ja, einfach hingucken, wo du hinfliegen willst. Und wir können mal kurz die Speed austesten. So. Also er müsste schneller sein als normaler Flug Creative Mode, aber
auch noch langsamer als ein Drache. Also ich finde schon, der ist ein bisschen schneller. Denke ich mal. Also er müsste einen kleinen Tacken schneller sein und dass immer gegen die Bäume kracht. Ja, Spark und seine Flugstunden. Ja, bam. Der reagiert so langsam. Ja, aber wie gesagt, das kann man halt mit einer entsprechenden Verzauberung. Jo, was geht denn hier oben? Büsche oben drauf. Und ich glaube auch, man kann recht unbegrenzt hochfliegen. Und was war das hier oben? Ich glaube, da wollte sich jemand Himmelsdrachen machen. Das kann auch sein. Ja, das soll wahrscheinlich für einen Himmelsdrache sein. Man kann, glaube ich, mit dem Ding über die maximale Bauhöhe rausfliegen. Deswegen teste ich gerade. Wir sind gerade bei 200. Und fliegen gerade straight nach oben. 250, 260, 270, 280, 290, 300. Ja, wir sind über der maximalen Bauhöhe drüber. Und dann Sternenhimmel über uns. Wie romantisch. Sparks Arsch und der Sternenhimmel. Was gibt es romantisch? Ach. Ey, das fasst wieder so perfekt. Sparks Arsch, der Sternenhimmel und ein dicker Stab zwischen dem Arsch. Ja, ernsthaft, das ist so, guckt euch an. Ich fliege auf einem Besen, ja, und er sitzt sich halt mal drauf und dann fliege ich halt da nach oben. Nur die Wahrheit. Wenn ich da unten gucke, ja, siehst du mal, ich habe schon die ganze Erde wieder hinter mir gelassen. Ja. Was machen wir jetzt? Wieder nach unten fliegen? Welche Höhe sind wir eigentlich? 700. Ja, 760 Blöcke. Komm, wir fliegen zum Mond. Nein, ich glaube, es wird auf Dauer nicht so einfach gehen. Muss im Galaktikcraft-Mod sein. Aber okay, fliegen wieder nach unten. Auch wieder zu meinem Haus. Wir können auf der Karte gucken, was für eine Speed ich dann drauf habe. Weil eigentlich, Build up. Kann ich es größer machen? Ja. So, ich muss jetzt eine wahnsinnige Speed drauf kriegen, wenn ihr mal auf die Karte guckt. Weil ich gerade einfach so wahnsinnig viel Speed aufnehmen und nach unten fliegen, alles Mögliche. Müsste eigentlich Geschwindigkeit wie sonst was aufnehmen gerade. Ich fliege wieder auf die Welt zurück. Hat das eigentlich ein toller Screenshot hier, oder? Komm schon, komm schon. Bam. Ja, okay, danke. Jung. Bisschen Speed aufnehmen jetzt. Ich drehe mich aber am besten wieder um. Vielleicht so da in die Richtung, damit ich hier zu meinem Haus zurückfliege. Und voll Speed. Also man kann so leicht hier unten die Wolken sehen, wie man da vorbeidüst. Aber ich denke mal, es ist schon maximale Geschwindigkeit. So. Ich muss ja schon mit ordentlich was darunter fliegen. Wie sagst du halt nur die bei der Höhe, die geht ein bisschen langsamer runter eigentlich nur. Bei 300 irgendwas bin ich schon. Da kommt gleich wieder das Maximum. Ich sehe auch gerade mein Haus, dann sind die Sprinkler. Das ist die Sprinkler von hier oben, die Partikel einfach eiskalt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich so ein bisschen Kreis fliegen. Da kann ich mir gespannt, wie schnell ich da unten bin. Ob die Geschwindigkeit echt auf Dauer so begrenzt ist. Ich komme wieder durch die Wolken durch. Jetzt wieder alles dunkel. Ich habe halt Tag fliegen sollen. Aber ich finde schon, dass die Geschwindigkeit nicht schlecht ist, wenn ich da an den Dingern vorbeifliege. Naja, es geht. Könnte wahrscheinlich besser sein. Sehe ich mal wieder was? Ich glaube, das ist mein Haus gleich. Ja. Also es geht. Der Wahnsinn ist jetzt nicht, aber es geht. Aber die Kamerafahrten sind so cool. Wenn jetzt hier sowas, zack, kannst du eine Kamerafahrt machen. Ja. Und auch ohne Camera Studio Mod. So, erstmal hochfliegen, Besen, nach oben. Wir müssen nach vorne fliegen und vielleicht mal unsere hier Zeug noch einschmelzen. Darf ich mal halt, stehen bleiben, wenden, wenden, bremsen, umdrehen. Haben wir dagegen donnern. Danke, 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 danke. So. Und nein, ich will gar nicht. Ups, ich häng gerade einen Baum drin. Fuck, ich häng einen Baum drin. Wieder rausfliegen schnell. Raus aus dem Baum. So. Kann ich dich einsammeln? Ja, kann ich. Wunderbar, wunderbar. Okay, wir haben den Besen ausgetestet. Der geht ab wie sonst was, aber naja. Kannst mit echt hochfliegen. Kannst mit Drachen, aber glaube ich auch. So, nächste Plate und reinwerfen am besten wieder. Komm so ein bisschen Tin und Rest an Kupfer. Ja. Lassen wir einfach mal laufen und sammeln immer ein bisschen was ein und dann kriegen wir die Plates auch hoffentlich zusammen genug. Die Brustrüstung wird am teuersten sein, aber naja. Denkt dran, heute Abend ist Livestream.
Wir bauen am Labor ein bisschen weiter. Wir müssen natürlich neben dem Witchery-Zeugs auch mal wieder ein bisschen was am Bau machen. Ich wollte, glaube ich, noch... Was wollte ich noch machen hier? Achso, für das Spinning Wheel, da wollte ich eine Tuned Stone machen. Dafür habe ich ja eigentlich auch schon, wenn ich nochmal schnell den Whiff of Magic mir hole. Zack. Da rein. Den Lava-Eimer und den Diamant. Eine Tuned Stone. Und dann brauche ich Holz. Wallace, Dicks und Item Frames. Da brauche ich Leder in der Mitte? Lord. Ich glaube, ich habe nicht so viel Leder. Ich müsste mal irgendwie mal Kühe züchten oder so. Das heißt, Spark schnappt sich einen Pokéball und sucht Kühe. Zwei Pokébälle und sucht Kühe. Ich weiß, dass hier noch welche drin habe. Safari Net Single Use nur. Was? Wo habe ich denn die Mehrfach-Use? Habe ich echt nochmal nur einen so... Okay, sind die da vorne vielleicht? Safari Nets, hallo. Da habe ich direkt eine Menge gemacht. Bestimmt noch irgendwo noch welche, die nicht belegt sind, oder? Nö, die beiden sind belegt. Auch belegt. Die sind alle belegt. Ja, schade. In einem ist auch mein Drache drin. Ich brauche eigentlich noch ein zweites für eine Kuh. Und ich muss schon wieder ein neues Safari-Net machen. Daran. Das ist ein bisschen aufwendig auf Dauer. Ich weiß ja, aber Pferde, die geben auch Leder. Die will ich aber nicht töten. Also die gar nicht unten rum. Hier ist so ein Esel im Gebüsch und so. Aber die könnte ich eigentlich mal zähmen. Und weil ich einen Sattel habe... Ey, ich stelle mir einfach einen Pony hier vorne hin. Wie gehen die Leads? Müsste es eigentlich auch schon geben, ne? So, Lead. Da. Dann kann ich mir dann ein Pferd schnappen und rumziehen. Brauche ich eigentlich nur Strings und Schleimball. Und Schleimball habe ich ja zum Glück als Produkt aus. Als Produkt aus. Da waren, oh, die waren noch nicht drin. Da. Ein Schleimball brauche ich, ein paar Strings brauche ich. Und ich weiß, aber ich habe genug Strings eigentlich. Ich feuer die mal weg, ich weiß. Ich muss nochmal Strings sammeln. Ich hab so einen hässlichen Mückenstich am Ellenbogen. Ah, juckt mich die ganze Zeit. Submit. Ich denke mal 4, das waren genug. Also dann Leads 2. Und dann halt noch ein Sattel. Ich hole mal. Wie viele? Das ist die Frage. Für zwei Pferde, die gezähmt sind und gepaart werden, dies und das. Ich hole mir mal zwei Sattel raus. Ich weiß, kann man für einen Drachen nehmen, dies und das. Submit. Vielleicht können wir uns auch morgen noch mal ein paar weitere Drachen machen. Ich hätte gerne Himmelsdrache und Geisterdrache. Und den halt eingesperrt am besten auch. Naja. Kommt mal her, ihr Ponys. Kommt mal her, EXP-Büsche. Die vermehren sich leider nicht irgendwie. Schade. So, wo haben wir denn ein paar Pferde? Muss mit der Faust anklicken, sonst wird das nichts. So, und ich fliege auch mal per Hand und nicht mit dem Dings, weil logischerweise der Besen auch ein bisschen anstrengend sein kann wegen der Steuerung. So, hier sind Tipps, Pferde ganz genüsslich drin. Denke ich mal. Kann ich ihn da draufsetzen? Komm her. Komm her. Ne, kann ich nicht, weil... Schieb das Pferd. Draufsetzen. Na komm schon. Pferde kann man mit goldenen Karotten paaren, soweit ich weiß. War mal Pferdeleder. Pferd, magst du mich? Es rennt ins Wasser rein. Nein, rennt's nicht. Hallo. Ich bin das Spark. Von mir bist du bestimmt gerne geritten. Nein, es war nichts weiter. Pferd, hallo? Hallo? Das ist aber... Ja, werf mich entweder ab oder entscheide dich mal. Darf ich dich jetzt zähmen oder... Ja, alles weitere sehen Sie nach der Werbung. Hallo, Pferd. Ey, werf mich ab oder hab mich lieb, such dir es aus. Nein, das will nicht. Das will nicht. Das wird jetzt ewig ziellos durch die Gegend mit mir reiten. So wie es aussieht. Es kann sich nicht entscheiden. Will es oder will es nicht? Ich probiere es nochmal. Huhu, Pferd. Aber bloß, ich kann hier in Attack of the B-Team keine Pferde zählen. Das wäre natürlich kacke. Ja.
Das eilten die einfach durch die Gegend. Also irgendwie will das nicht. Ich brüste einen anderen. Weil eigentlich... Boah, keine Ahnung, das ist doch echt hier. Aber die ganze Prärie gereitet. Komm mal her. Du vielleicht? Oder... Der wirft mich ab, der andere nicht. Der ist ein bisschen doof vielleicht zum Abwerfen. Nein, ich stecke hier auch an der Wand wieder fest. Das äußerst schlechte Gegend zum Zähmen. Weißt du was, Pferd? Du bist schon mal ein vernünftiges, du kommst mal mit. Zack. Dadurch zähmen wir mal da, wo ein bisschen mehr Platz ist, ich gleich im Kopf in der Wand ersticke, wenn du keine Lust hast. Okay. Gehen wir mal. So. Perfekter Platz, denke ich mal. Hier ist genug Platz und komm schon. Ich denke mal, die Folge wird voll vorbei sein. Jetzt wird's wählerisch, oder was? Weil es mich nicht umbringen kann auf der Wiese. Irgendwelche... Jetzt mag es mich. Ich wollte gerade sagen, die Pferde haben irgendwelche Probleme hier. So. Dann kommen wir hier rum. Ist irgendwo ein Zaun oder sowas? Weil ich würde dich gerne anbinden. Na komm, Fans. Habe ich irgendwo Fans? Nein. Stick. Brauche ich 6 Stück. Wird aber wahrscheinlich nicht reichen, deswegen die Zeit. Wir wollen es ja pünktlich halten. Komm her. Ab in den Sattel. So. Dann würde ich sagen, lass krachen. Wir sehen uns im nächsten Part. Es kommt der Livestream heute Abend. Und tschüss.